Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Slam Life. In dem heutigen Video gibt es die Buchvorstellung von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Das ist der letzte Teil der Harry Potter und Reihe, sag ich jetzt mal. Also von Harry Potter und der Stein der Weisen bis Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Das ist das letzte Buch aus dieser Reihe. Also ich zähle jetzt nicht hier And the Cursed Child und so ein Krams, zähle ich jetzt nicht mit, weil das sind so Skriptbücher, das sind keine so Bücher, wisst ihr, mit Geschichte. Wisst ihr, was ich meine? Also das letzte Buch kommt heute, die Buchvorstellung. Sorry Leute, wenn ihr da irgend so ein Geraschel hört, wie in dem Video auch schon davor, es stürmt hier so ein bisschen. Lass dich auf die Bäume biegen und dies, das, also ist schon krass draußen gerade, deshalb entschuldige bitte diese Hintergrundkulisse, ich kann da nichts für, ich kann da auch nichts dagegen tun. Genau, deshalb entschuldige ich auch, dass ich manchmal so ein bisschen lauter werde, weil ich halt sicher gehen möchte, dass ihr mich versteht. Genau, also, heute werde ich euch das Buch vorstellen, um was es geht. Natürlich werde ich gucken, dass ich nicht so viel spoilere, aber ich muss auch schon ein bisschen was erzählen, ansonsten bringt das Ganze nichts. Ne? Also, das Buch fängt aber schon mal komplett anders an als die anderen, denn von Teil 1 bis Teil 5, das ist das siebte Buch. Das ist das siebte Buch, Leute. Okay, es ist das siebte Buch, der siebte Teil, sorry. Also von Buch 1 bis, also Teil 1 bis Teil 6, da fängt es ja an, dass Harry immer irgendwie versucht und guckt, dass er in die Schule kommt. Und am Ende von Teil 6 hat er sich dazu entschieden, nicht mehr in die Schule zurückzugehen, denn er hat irgendwie für sich entschlossen, dass er gerne auf die Mission gehen möchte, dass er die Horcruxe sucht und findet und zerstört, damit er Voldemort wieder menschlich werden lässt und somit auch besiegen könnte am Ende des Buches. Denn das Buch fängt so an, dass die Leute von Voldemort das Zauberministerium einnehmen und eine Hetzjagd sozusagen gegen die Muggel-geborenen Hexen und Hexer lostreten. Also die jagen die, verfolgen die und dies, das. Das ist also nicht schön. Also keine Ahnung, was die da noch machen. Also nichts Schönes halt mit denen. Also Harry, Hermine und Ron, die haben so, so ein paar Anhaltspunkte haben sie, wo sie suchen können nach diesen Horcruxen, aber nicht halt von allen, denn es gibt ja insgesamt, soweit ich richtig informiert bin, 7 Stück. Und ja, Harry bezieht da ein paar Informationen aus Voldemorts Gedankenwelt. Das hat er ja in Teil 6 gelernt. Ich glaube, das heißt Nekromantie oder so. Dass er da halt in die Gedanken von Voldemort eintauchen kann, aber auch gleichzeitig halt auch Voldemort in seine Gedanken. Das ist ja so, ne, so hin und her. Und ja, und Voldemort kriegt es dann halt auch hin, dass Harry auch manchmal in die Irre geführt wird. Aber mit Hinweisen von Voldemort, mit Hinweisen von Dumbledore, Leute, mit Hinweisen von Dumbledore bekommt es Harry dann hin, dann auch die Heiligtümer des Todes zu finden oder halt herauszufinden, was das für welche sind. Die habe ich mal für euch rausgeschrieben. Und zwar gibt es einmal den Umhang. Der Umhang, das ist so ein Umhang, der kann nicht durch Zauber aufgespürt werden und auch durch Alter. Also wenn der, also jetzt zum Beispiel der Umhang ist schon 1000 Jahre alt, der geht nicht kaputt, der hat immer noch seine Umhüllungskraft, also der ist halt auch zu 100% zuverlässig, dass er halt auch dann den Zauberer unsichtbar macht. Es gibt da eine Geschichte in dem Film, also wahrscheinlich auch im Buch, aber soweit bin ich noch nicht beim Lesen. Ich meine, gesehen habe ich ja alles, schon 80.000 Mal. Und zwar ist der Umhang ein Stück von dem Umhang von dem Tod selbst. Denn da war irgendwas, es war eine Geschichte von drei Brüdern und der eine, der
hat halt sich diesen Umhang, glaube ich, gewünscht oder dann irgendwann bekommen und hat halt dann, sage ich mal, friedlich mit dem Tod halt dann existiert, irgend so was war es und ist dann halt mit dem Tod friedlich dann gegangen. Genau, das ist der Umhang. Dann gibt es noch einen Stein, der Stein der Weisen. Genau der Stein, der im ersten Buch von Hagrid aus der Gringotts Bank rausgeholt wird, weil Dumbledore ihm das aufgetragen hat, weil da dann kurz drauf, glaube ich, ja, ein Einbruch versucht wurde. Genau. Genau um diesen Stein handelt es sich, denn der Stein hat die Kräfte, dass er Tote wieder zum Leben erwecken kann. Das hat sich dann ein Bruder gewünscht. Genau. Long story short, er hat sich dann, glaube ich, seine verflossene Liebe wieder gewünscht, aber irgendwann wurde er halt dann, glaube ich, alt oder krank oder irgendwas, ist dann verstorben und, ne, okay. Dann gab es noch den Zauberstab, den Elder Wand im Englischen, im Deutschen weiß ich es gerade nicht, wie er heißt. Und zwar, dieser Zauberstab gewinnt jedes magische Duell. Jedes. Egal, was in welches ausgefochten wird, er gewinnt jedes magische Duell. Und das Ding mit den Zauberstäben ist ja, wenn zum Beispiel, ja, ich bringe jetzt ein Beispiel. Draco hat einen Zauberstab und Harry hat einen Zauberstab. So, Draco bringt Harry um, also gehört dann Harrys Zauberstab Draco Malfoy. Und da habe ich mal kurz aufgeschrieben, wie da so dieser Weg des Zauberstabs war. Also, zuerst hat dieser Zauberstab Gregorowitsch gehört. So, Gregorowitsch und Grindelwald und dies und das, die findet man so in hier mit. Hier, die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, in den Filmen, da geht es darum. Zuerst hat er Gregorowitsch gehört, dann hat Grindelwald ihn besiegt, also gehörte er Grindelwald. Dumbledore hat wiederum Grindelwald besiegt, also gehörte der Zauberstab Dumbledore. Das sehen wir immer in den Filmen und überall und auch in Büchern kann man es lesen, wenn er da einen Zauberstab schwingt und dies, das, ne? Aber Dumbledore hat nie einen großen Hehl drum gemacht, warum dieser Zauberstab so mächtig ist und dies und das. Deshalb ist das nie aufgefallen. Es ist nie aufgefallen, dass Dumbledore, Albus Dumbledore, dass er den Elder Wand besitzt. Es ist nie aufgefallen, weil dieser Mann so bodenständig war und es nie irgendwie rausposaunt hat. Oh, der ist so stark, weil der das und das ist. Nie. Er hat einfach nur einen Zauberstab gehabt, fertig, ne? Da fragt ja auch niemand nach, was für einer ist denn das genau? Er nimmt es einfach hin, der hat einen Zauberstab. Gut ist, weil jeder Zauberer einen Zauberstab hat. Deshalb hinterfragt man das jetzt nicht so krass. Genau das. Dann kommt das Verzwickte. Achtung, Spoiler Alert, Leute. Falls ihr irgendwie den Film nicht geschaut habt oder das Buch nicht gelesen habt, den sechsten Teil, das war, glaube ich, der Orden des Phönix. Am Ende dieses Buches, Spoiler Alert, Leute, stirbt Dumbledore durch die Hand von Snape. Ihr erinnert euch, dass ich am Anfang des letzten Harry Potter Videos gesagt habe, dass Draco Malfoy am Anfang des Buches einen Auftrag von Voldemort selbst bekommen hat und das war dieser Auftrag. Draco Malfoy sollte Dumbledore selbst umbringen. Draco hat es nicht hinbekommen, also der Schwur, den Snape und Draco geschlossen haben, hat gegriffen. Das heißt, Snape hat Dumbledore umgebracht. Ich lasse das mal kurz sacken für alle die, die auch die Spoilerwarnung nicht gehört haben und jetzt gespoilert sind. Geschockt sind und denken, boah, ey, was haut denn die das jetzt einfach so raus? Ich habe euch gewarnt. Okay, ne? Ich glaube, es ist wieder gesagt. Und wenn ich mich richtig erinnere, bringt Draco dann, oder besiegt Draco Snape und Harry besiegt dann Draco. Und im Endeffekt hat Harry dann diesen Elder Wand. Okay. Ich hoffe, ich kann mich richtig erinnern. Wenn es irgendwas gibt, wo ich mich jetzt hier falsch dran erinnere, schreibt es bitte in die Kommentare, denn das ist so knifflig. Vielleicht habt ihr ein besseres Hirn als ich. Wäre top. Okay. Gut. Das zu den Heiligtümern des Todes.
Nicht? Dann möchte ich noch erzählen, dass es in diesem Buch natürlich auch wieder Horcruxe zu finden und zu zerstören gibt. Was ich erzählen werde, ist, wie die heißen und durch und wie sie entstanden sind. Das habe ich ja im letzten auch gemacht. Und zwar, also im letzten habe ich ja noch einiges mehr erzählt, weil man das entweder nie gehört hat, ja, oder halt einfach schon wusste. Okay, denn da das alles in dem Buch erst vorkommt und ich euch nicht so krass dann die Lesefreude leben möchte, werde ich nur sagen, wie es heißt und halt auch, wie sie hergestellt wurden. Also, Nummer 1 in diesem Buch, es gibt insgesamt 7, also eigentlich geht es mit Nummer 4 weiter. Ne? Wenn man in der Chronologie in der Liste bleiben möchte, es wäre das Nummer 4. Der Becher von Helga Hufflepuff und wurde hergestellt von, also Voldemort brachte eine antike Antiquitätensammlerin um namens Hepzibah Smith. Dadurch wurde dieser Horcrux hergestellt. Dann fünftens ist das Diadem von Rowena Ravenclaw und wurde hergestellt durch den Mord an einem Muggel. Wahrscheinlich an irgendeinem Muggel. Dann noch die Nagini, das ist die Schlange von Voldemort, die wurde hergestellt durch den Mord an einer Zauberministeriumsmitarbeiterin, und zwar der Bertha Jonkins. Dann Nummer 7, Shocker, also mich hat es wirklich geschockt, auch wenn man das immer wieder zu lesen, auch wenn ich es eigentlich schon weiß, ist Harry Potter selbst. Voldemort hat durch den Mord an Lily und James Potter und den versuchten Mord an Harry Potter, an dem der Todesfluch abgeprallt ist, einen Horcrux erstellt. Und zwar Harry Potter selbst. Ja, ich lasse das jetzt auch nochmal sacken für alle, die das noch nicht wussten. Wie schon gesagt, es ist immer noch so ein Schocker für mich selbst. Ja, und dann am Ende des Buches stehen halt Harry und Voldemort sich gegenüber und liefern sich einen krassen Fight. Ich meine, das war ja auch klar, finde ich, wenn man die Filme kennt und auch überhaupt die Bücher liest. Also ist es irgendwo auch klar, war mir auch irgendwie schon immer klar, dass die sich dann am Ende gegenüberstehen müssen. Denn alles führt halt da so hin, ne? Und genau. Ja, und hiermit beende ich dann auch diese Buchvorstellungsserie. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, auch mal länger etwas vorzustellen. Jetzt nicht nur hier ein Buch da, mal hier ein Buch hier, sondern wirklich eine Buchreihe mal vorzustellen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ja, dann verlinke ich dir hier oben auf jeden Fall das letzte Video. Und unten in der Infobox findest du den, unten in der Beschreibung findest du den Link zu den Buch- und Filmvorstellungen. Da findest du auch die komplette Harry Potter-Reihe. Wenn du da irgendwas verpasst hast, kannst du da sehr gerne vorbeischauen. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.